Willkommen zur Tübinger Telefonandacht am 13. Juni 2023. Schön, dass Sie eingeschaltet haben oder angerufen haben. Mein Name ist Golde Wissner. Ich bin Pfarrerin auf den Härten in Wankheim und Jettenburg. Heute haben wir eine Losung aus dem 4. Mosebuch, aus dem 14. Kapitel, Vers 17. Da steht: So lass nun deine Kraft, o Herr, groß werden, wie du gesagt hast. Vielleicht brauchen wir noch ein bisschen die Situation um diesen Vers herum. Mose spricht zu Gott und bittet ihn: Lass deine Kraft jetzt groß werden. Mach das, was du uns versprochen hast. Er ist in der Wüste mit seinem Volk. Befreit aus Ägypten sind sie losgezogen, erst voller Begeisterung, aber dann wird das Volk doch unzufrieden, weil es immer noch nichts sieht von dem verheißenen Land, von all den großen Versprechungen. Es hat sich das alles vielleicht anders vorgestellt. Es ist schon beschwerlich in der Wüste, ohne ein festes Haus, ausgesetzt der Hitze, nie genau zu wissen, ob man genug zu essen und zu trinken bekommt am nächsten Tag. Und deswegen spricht Mose jetzt mit Gott. Er spürt, die Menschen sind unruhig und unwillig und bittet ihn: So lass nun deine Kraft, o Herr, groß werden, wie du gesagt hast. Mose steht auch unter Druck. Er hat schließlich das Ganze, den Stein, ins Rollen gebracht, nachdem Gott ihn ja aufgefordert hat, zum Pharao zu gehen und das Volk aus Ägypten herauszuführen. Ja, vielleicht kennen Sie solche Situationen auch. Sie glauben an Gott, an seine große Kraft, an seine Versprechungen, Verheißungen, aber es gibt diese Durststrecken, in denen man davon nichts spürt. Und es gibt vielleicht auch Menschen drumherum, die zweifeln und die Zweifel immer lauter aussprechen. Und so kann man auch in Bedrängnis geraten zwischen Gott und den anderen, die alles in Zweifel stellen. Und dann geht es einem so ein bisschen wie Mose, der da steht und Gott anfleht und sagt: Jetzt tu doch endlich etwas. Ich muss an die vielen Kirchenaustritte denken, von denen wir in diesen Tagen hören. Und von einer Freundin von mir, die zu mir gesagt hat: Ja, was bringt denn das noch, in der Kirche zu sein? Ich bin nur einmal im Jahr ungefähr im Gottesdienst. Wozu dafür Kirchensteuer bezahlen? Das ist für viele gerade ein Grund, sich auch von der Kirche abzuwenden. Und manchmal steht man da und hört dieses Murren und weiß gar nicht mehr, was man noch sagen soll dazu. Da möchten wir mit Mose beten und sagen: Gott, zeig etwas von deiner großen Kraft und Macht. Zeig den Menschen wieder, warum es sich doch lohnt, in der Kirche zu sein. Denn dort, wir haben es an Pfingsten gefeiert, dort spüren wir ganz besonders deinen Geist und diese Gemeinschaft, die uns ermutigt, auch wieder in die Welt hinaus zu gehen und etwas von deiner Botschaft weiterzugeben. Gott,
wird, Gott sei Dank, nicht kleiner dadurch, dass weniger Menschen an ihn glauben. Er braucht uns nicht dafür, dass er existieren kann. Gott ist nicht tot, wie Nietzsche gesagt hat. Und er bleibt immer auch ein Stück unverfügbar. Es gibt diese Durststrecken, in denen wir da stehen wie Mose und rufen: Jetzt tu bitte endlich etwas. Wichtig ist, dass wir im Gespräch bleiben, festhalten an diesem Glauben, auch in der Durststrecke, uns nicht murrend abwenden, denn dann gibt es auch wieder diese Momente, von denen der Lehrtext aus dem Neuen Testament uns heute erzählt. Da heißt es: Maria sprach: Er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Im ersten Kapitel, es geht also um die Empfängnis Marias. Sie hat erkannt, dass Gott große Dinge an ihr getan hat, dass ein ganz besonderes Kind in ihr wächst. Und das ist auch nicht für jeden ersichtlich gewesen, vielleicht in diesem Moment nur für Maria. Aber diese Gewissheit hat sich in ihr ausgebreitet und hat sie fröhlich und stark gemacht, weil sie an diese Verheißung glauben konnte. Deswegen wünsche ich Ihnen, dass Sie heute mehr wie Maria und weniger wie der verzweifelte Mose zwischen den Fronten sind, dass Sie wie Maria in einer gelassenen Gewissheit an die große Verheißung glauben können. Er hat große Dinge getan und er wird große Dinge tun.